Oh, ganz toll. Verfaultes Essen. Sehr gesund, sowas zu essen, habe ich mal gehört. Ups, jetzt wäre ich auf was runtergefallen. War ich da hinten schon? Was ist das hier für ein Draht? Ah, das ist eine Falle. Jetzt habe ich es auch gemerkt. So im letzten Moment, bevor ich da reingerannt bin. Brandbolzen. Gehört das zu spezieller Munition? Das gehört wahrscheinlich zu was ganz anderem. Da muss ich vorsichtig sein hier mit den Fallen. Scheiße, wie kann ich das denn sonst mit einer Kugel vielleicht? Geht hier ein Weg lang? Zum Verwirren. Einfach nur zum Verwirren ist hier ein Weg. So, was gibt's denn hier Schönes? Geld, Geld, Geld. Geld, Geld. Ah, toll. So. Ja, da kommt, da war ich schon. Da oben muss ich jetzt lang. Ich weiß, was ich... Ich sollte davon eine mitnehmen. Einfach nur wegen, weil ich mir gerade irgendwie überlegt habe, dass ich damit die Fallen theoretisch auseinandernehmen könnte. Hey, lol. Okay, Pistole und die Armbrust. Normale Kugeln. Hat bestimmt auch später noch andere. Betäubungs-, Armbrustbolzen und Brandbolzen. So, was du schnell so weit verwenden kannst. Ja, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Haut ihn vom Hocker, dass ich ihm seinen Scheiß klaue. Weg damit. So. Was ist das? Ich nehme es einfach mal mit. Bringt mir Geld. Aha. Ist mir aufgefallen, hier gibt es viel, viel Klöderkram, was mir im Prinzip nur Geld bringt. Wie auch immer. Die Flasche trotzdem mitnehmen. Sprinten, rutschen. Ich kann aber auch den hier. Theoretisch. Lesen, lesen. Ich habe keinen Bock zu lesen. Kombination erforderlich. Was? Was? Da kann man was drehen. Ich hätte den Brief lesen sollen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo ich das nachlesen kann. Notizen. Steht nichts. Vielleicht würde da ja was stehen, dachte ich mir so. Ach ja, springen. Dreistellig. Wenn ich was finde, dann gucke ich da rüber. Wie soll ich denn dabei gehen? Dreistellig.
steht wirklich nichts in dem komischen Brief. Hier ist mein komisches Geld. Und dieser Scheiß hier. Ja. Aber das hier. Steht das irgendwo? Kombination erforderlich. Soll ich den herbekommen? Ach, scheiß drauf. Ich geh jetzt einfach weiter, so. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weihnacht. Falkenangriff? Was für ein Falkenangriff? Ich will darüber nichts lesen. Ich habe aber gerade gesehen, dass er mit der Dingens hier den Typen verfolgt. Ich vermute mich auch. Ja? Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Ich werde ihn von oben abmurksen nehmen mit meinem Dingen. Ja, brauche ich nicht wissen. Vielleicht sollte ich einfach mal runterspringen, so. Und abwarten. Nur so. Oh, ich, ja, ihm fehlt so ein bisschen der Kopf. Aber nur so ein bisschen. Essen. Geil. Und wie mir scheint, gibt es ja hauptsächlich Ratte zu essen. Ich meine, davon gibt es ja genug. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Neue Nacht, neue Wacht. Mit dir. Das war wahrscheinlich noch nicht der Falkenangriff. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass er mit dem Messer runterspringt. Ihm in den Rücken jump mit dem scheiß Schwert, ey. Oh nein, das sind mehrere. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Kleiner Bastard. Ich weiß, dass du hier bist. Verdammt, jemand... Ich weiß, dass du hier bist. Jemand ist verletzt. Alle tot. Läuft doch. Läuft doch super. Oder nicht? War doch noch einer, oder? Ich dachte, das wären vier. Nee, das waren nur drei. Der Lichteinkopf, kann ich den auch so nehmen? Lol. Bisschen gruselig so. Ja, lecker. Ja. Ah, oh Mann, ich will doch nie ins Wasser gehen, verdammt. Ich will raus. Samuel. Oder Samuel. Ich weiß es nicht. Gleich da. Oh, was ist das? Müllschacht. Oder was? Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand.
Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ich glaube, ich bin draußen. Hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Moin! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Warte, ich brauche einen Augenblick. Moment, warum geht das nicht? Okay. Ja, nee, ich bin bereit, denke ich. Entehrt. Da steht was von Sammelobjekten. Ich habe nur die Hälfte aller Münzen gefunden. Geil. Wenn wir die Gegner 14, Zivilisten eliminiert, alarmiert, mit Chaosfaktor, gesamt hoch, ja. Ich bin voll scheiße. So, fortsetzen. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. So. So lesen. Nein, möchte ich nicht. So, wo gehen wir hin heute? Darf ich mich hier nochmal umschauen? Ich sollte es nicht. Ich sollte ihn jetzt nicht verlieren, so. Obwohl, ja, er steht ja noch. Kann ich irgendwas tun? Da war doch was. Tür. Schlüsselloch. Nix. Warum gibt es hier so große Bereiche? Lesen? Genug gelesen. Die sind echt mal, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Diese großen Bereiche, wo man einfach so nebenbei rumdödeln kann, wo eigentlich nichts großartig Interessantes ist. Vielleicht komme ich da oben rauf. Nee. Komme ich da oben rauf? Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Wozu laufe ich hier gerade eigentlich rum, ey? Mit ihm reden hier. Da drinnen arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Okay. Who cannot kill the red plug? Okay. Öffnen. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldwich ist... Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie,
Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay. Krieg ich auch so ein tolles Bier? Hätte jetzt irgendwie Bock zu. So, gibt's hier irgendwas Interessantes? Ich suche mal nach interessanten Sachen. Überall! So, ich soll jetzt mal an diesem Typen. Der Ingenieur-Typ. So, wo finde ich den denn? Oben, unten, oben, unten, oben. Keine Ahnung. Ach, draußen irgendwo. Cool. Oh Mann, hier gibt's so viel zum Rumgucken, weißt du? Huch, Typ. Nee, mit dir will ich eigentlich nicht reden. Wir können uns das Ding mal anhören hier. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja. Ich fange morgen noch einmal an. Okay. Begreife ich nicht. Ein Buch. Zum Lesen. Zum Weggucken. Ich dachte, das könnte mir irgendwas bringen. Ja, man kann hier ganz viel über Geschichte-Gedöns lesen und so. Hintergrundsgedönse, genau. Hintergrundgedönse. Die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Noch so ein Buch. Hallo. Was? Lydia. Oh, noch eine Lydia. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Typen da. Wo verlaufe ich mich denn gerade? Ich sehe hier zu viel in dem ganzen Haus, ey. Hallo, Typ. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Cool. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig. Der Walöltank ist eine große Sauerei, wenn es explodiert. Oben. So, muss ich ihn überhaupt mitnehmen? Ich denke mal, ich muss ihn mitnehmen. So. Oh, hier gibt es voll viel Kluderkram. So viele Bücher und so. Gar keinen Bock reinzugucken. Der Tank? Was heißt instabil? Perfekt. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Corbo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition.
Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Mhm. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren. Ja, gucken wir uns das mal an. Armbrustbolzen. Kaufe ich mir die da jetzt oder was? Kugeln. Springmine. Eine Falle, die auf nahezu jede Oberfläche platziert werden kann. Okay. Granaten. Krabbelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinem Wunsch zu manipulieren. Das verbraucht, ja. Also, damit warte ich noch. Oh, Verbesserung. Jetzt sieht's doch schon mal ein bisschen besser aus. Was ist das? Präzision, Reichweite, Nachladen, Kampfbetäubung, Betäubungsbolzen. Corvus Pistolenverbesserung. Schwerthärtung. Was kostet das? 600. Lohnt sich das? Wo ist das hier Ausrüstung? Zoom. Kapazität. Ich sollte noch nichts machen. 4. Vielleicht sollte ich mir ein paar Bolzen noch holen. Ja, scheiß drauf, mach ich voll. Kugeln. Nee. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ich möchte mir etwas umsehen, bevor ich ins Bett gehe. Nun gut. Sie müssen es wissen. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen.